Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem wirklich, wirklich langen Video. Ich habe hier eine von den Slimline-Standschablonen von Action. Die habe ich erst aus Kraft gestanzt und habe mir gedacht, ja gut, gefällt mir nicht so ganz. Habe das Ganze dann aus Weiß gestanzt und die mittleren Elemente habe ich aus Designpapierresten in Rosa gestanzt. Und die hinterher quasi auf einem Stück Druckerpapier zusammengeklebt und habe so meinen Hintergrund mitgestaltet. Als ich soweit war, habe ich gedacht, jetzt sollte ich aufnehmen. Alleine das hat schon eine gewisse Zeit gedauert, diese Entscheidung. Ich habe einige von meinen älteren Stempelmotiven ausgesucht, die ich tatsächlich nur für den Hintergrund verwende. Das zum Beispiel ist eins von Lidl. Folia ist der Hersteller. Und ich habe mir das Zierdeckchen ausgesucht, das Alkavel Ink Vintage Foto und stempel das direkt auf das Designpapier. Damit das Ganze vernünftig abstempelt, habe ich drunter einen Schaumstoff draufgelegt. Das ist eigentlich meine Prickelunterlage. Die ist etwas höher, funktioniert halt für solche Sachen besonders gut, wenn man tatsächlich mit Acrylblocks hantiert und nicht mit der Stempelhilfe. Da ist man teilweise bei Slimline echt schon an der Größengrenze angekommen und ich wollte da nur den Hintergrund bestempeln. Also das muss noch nicht mal perfekt sein. Ich habe hier ein Set von Action, habe dann einfach nur so ein bisschen Struktur quasi dazu gearbeitet. Am Ende, wenn die Karte komplett abgeschlossen ist, seht ihr dann auch nicht wirklich alles, was ich jetzt abstempel, sondern nur wirklich einige Elemente rauslucken. Aber zu dem Zeitpunkt war das für mich die Idee und die Entscheidung. Und deswegen habe ich das einfach durchgezogen und habe hin und da, also hier und da immer wieder was abgestempelt. Das Papier, was ich benutzt habe, das Designpapier ist, also manches davon ist relativ dünn, anderes ist dick und ich glaube, das Karierte ist sogar beglittert. Deswegen habe ich mich für das Alkavel Ink entschieden. Das ist halt etwas, wie soll man das sagen? Das hält normalerweise sogar auf glatten Oberflächen. Ja, wie immer. Immer alles schön sauber machen, wegräumen. Wir sind aber noch nicht fertig. Also von Anfang an, diese Karte ist für eine Bastelfreundin und sie mag absolut gerne Magnolia. Also war von vornherein klar, das Hauptmotiv wird ein Magnolia-Stempel sein. Hab hier ein Reststück Aquarellpapier. Das ist mein Lieblings-Aquarellpapier von Gerstecker, das Nummer 3. Das benutze ich auch tatsächlich schon seit 12, wenn nicht sogar mehr Jahren. Und ich weiß nicht, ich habe das einmal auf der Messe ausprobiert oder mitgenommen und zu Hause ausprobiert und war dann so begeistert, dass ich seitdem nichts anderes benutzt habe. Das einzige Manko bei dem Papier ist es nicht rein weiß. Es hat nur so ein bisschen, sage ich mal, Off-White oder so ein bisschen cremefarbenen Ton, was mich persönlich aber nicht abschreckt und mir auch gefällt. Ich habe auch wieder mit Alkavel Ink das Motiv gestempelt. Ich habe es euch ja schon, glaube ich, öfters erzählt, dass ich bei Tieren und Menschen gerne in Braun stempel anstatt in Schwarz. Hier nehme ich einen Streifen Restpapier. Ich meine, das war auch Aquarellpapier und stempel einen kleinen Spruch. Oder einen ganz feinen, alles Gute nachträglich. Das ist von der Stempelplatte, die ich euch vorhin ins Bild gehalten habe, von Create a Smile. Alles nachträgliche Glückwünsche. Und da ich halt wirklich zu den Menschen zähle, die regelmäßig es versäumen, etwas pünktlich abzugeben oder zu verschicken, war dieses Stempelset absolutes Muss. Und wie ihr seht, das war jetzt auch, glaube ich, das allererste Mal, dass ich diese Platte benutzt habe. Und wie ich euch schon vorher gezeigt habe, notiere ich mir inzwischen und mache Striche für jedes Mal, wenn ich ein Stempelmotiv benutze in diesem Jahr. Einfach, um selber nachzuhalten,
welche Stempel nutze ich öfters, welche kommen gar nicht zum Einsatz und vielleicht werde ich dann mit denen, die ich gar nicht nutze, im kommenden Jahr irgendwie so eine Kiste mit zusammenstellen, dass ich sie unbedingt auch mal verwenden muss, weil ja, nach 16 Jahren ist ja schon eine wirklich große Sammlung an Stempeln bei mir eingezogen und ich trenne mich so gut wie gar nicht. So. Wie gesagt, die erste Idee war, dass ich das Ganze mit Kraft hinterlege. Das heißt, die erste Schicht, die ich vorher draufgeklebt habe, da hat mich auch nicht gestört, dass ich den Rahmen bestempelt habe, weil ich wusste, ich werde das überdecken. Es hat mir aber irgendwie nicht gefallen. Das Weiße wirkte schöner. Also habe ich jetzt wieder Aquarellpapier vom Action. Das ist ja schön weiß. Ich koloriere nicht gerne auf dem Papier, aber für Kartenrohlinge oder zum Stanzen ist das perfekt, total. Also das Papier total gut, wenn man wirklich weißes Papier haben möchte. Es hat auch leichte Struktur. Es ist ziemlich dick und stabil. Das einzige Manko bei dem Papier ist, dass es relativ viel an der Kante nach dem Stanzen ausfranst. Da habt ihr immer so kleine Sachen, die dann dranhängen, dass ihr das hinterher noch nachträglich entfernen müsst. Aber auch damit kann man leben. Meine Reste an Aquarellpapier werden natürlich aufgehoben, auch das, was jetzt rausfällt, die Innenteile. Man kann immer noch später da was rausstanzen oder drauf stempeln. Deswegen bloß nicht wegschmeißen, gut aufbewahren. Das ist nämlich richtig gutes Papier. Hab dann aus Papierresten, das ist sogar Verpackung von irgendeinem MFT-Stempelset gewesen. Das ist einfach nur Pappe. Also eigentlich Wegschmeißartikel. Ich schmeiße aber sowas halt nicht weg. Ich benutze das zum Stanzen und hier für den Fall, also für diesen Fall habe ich das tatsächlich genommen, um den Rahmen zu erhöhen. Man kann so natürlich auch eine Shaker-Karte machen. Da war ich auch kurz am Überlegen, ob ich das in die Richtung mache. Aber ich habe mich dagegen entschieden und habe gesagt, das letzte Jahr hat sie eine Shaker-Karte von mir bekommen. Das machen wir dieses Jahr anders, weil das wäre irgendwie auch langweilig, jedes Jahr dasselbe. Obwohl es ja natürlich trotzdem anders ist. So, da friemel ich mich ein bisschen rum. Wie gesagt, diese Ausfransungen nach dem Stanzen, das habt ihr halt bei gewissen Papieren. Es kommt immer auf die Beschaffenheit des Papiers. Manche haben das gar nicht, andere haben das verstärkt. Und das lernt man halt erst nach dem Ausstanzen. Aber wie man sagt, für alles gibt es eine Lösung und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, aber ist nicht schlimm. Auch die letzte Schicht, das ist ja jetzt das Aquarellpapier, die dann wirklich die letzte Schicht sein wird, klebig mit Flüssigkleber, überall sozusagen am Rahmen entlang feine Kleberlinien auftragen. Also genau, das war ja vorher mit meinen Stanzplatten beschwert, damit ich irgendwas hatte, was groß genug ist. Normalerweise benutze ich gerne meine Glasformen, aber bei der Slimline-Größe ist das schon schwierig. Wobei hier kann man tatsächlich von den Lang sprechen, weil Slimline ist eigentlich ein amerikanisches Maß und das ist an den europäischen Maß angepasst. Das sind die Stanzen von Action und die füllen tatsächlich unsere DIN-Lang-Kartengröße. Also die Front ist komplett abgedeckt. Ich habe den Kartenrohling dann von Hand zugeschnitten und habe dann auch keinen Rand mehr gelassen. Ich habe mehrere Stanzschablonen mir ausgesucht, die das Wort zum Geburtstag am Ende ergeben. Das heißt, es waren zwei einzelne. Ich glaube, Geburtstag stand gerade Kreativdepot und zum müsste von einem Alexandra Renke Stempel Stanzschablonenset sein. Ich glaube, zum Glück war das. Und das zum ist halt passend, schön filigran. Ja, ich habe mich dann entschieden, auch die Rückseite und das Innenleben der Karte zu gestalten, habe dann dementsprechend passend Tonpapier in Rosa zugeschnitten, einmal Druckerpapier fürs Innere zum Reinschreiben und ein Stück oder Reststück Designpapier von Folia. Wie ihr seht, habe ich hier auch schon einen Kreis ausgestanzt. Das ist die Mattung, die später vorne auf die Karte mit draufkommt.
Und das ist ja auch etwas, ihr klebt da was drüber und ganz ehrlich, am Ende weiß keiner, was ihr da, dass ihr ein Loch da drunter gestanzt habt. Also aus der Mitte könnte immer noch irgendwie was, irgendeine Form oder irgendwas für die Karte in passender Farbe euch zurechtstanzen. Aus demselben Designpapier, was ich auf der Vorderseite verwendet habe, habe ich dann auch noch eine Bordüre gestanzt und die gerade links auf das Designpapier drüber geklebt. Ich arbeite wieder mit einem Klebestift, da ich die Absicht habe und auch weiß, dass ich das Ganze auch mit der Nähmaschine durchnähe. Das Designpapier wiederholt sich, das ist, glaube ich, von Action. Das habe ich auch mit der gleichen Bordüre, so einer Art Herzprägebordüre gestanzt. Also wie auch immer, also ich predige das ja schon ziemlich lange und immer und wie auch immer, dass man auf der Karte gewisse Elemente wiederholt. Egal ob das Stanzelemente sind, Dekoelemente oder Papiere. Das Wiederholen ist einfach fürs Auge viel angenehmer. Hier seht ihr auch dann den ausgestanzten Kreis, den ich dann aus dem Hintergrund oder aus der Mattung gestanzt habe. Ich habe auch außerhalb der Kamera schon das gestempelte Motiv an der Kante entlang ausgeschnitten, von Hand mit der Schere und habe mir wieder meine Distress Reinker Palette zur Hand genommen, ein Wassertankpinsel, ein Stück, das ist ein Taschentuch, um meinen Pinsel zwischendurch sauber zu machen oder einfach die Farbe abzukratzen, beziehungsweise einfach die Pinselstifte sauber zu machen. Ich habe mir erstmal mit Rosa gestartet, habe dann überlegt, die Karte an sich ist ja rosa-weiß. Und hier habe ich dann geguckt, welche Elemente möchte ich dann mehr rosa, welche Elemente sollen weiß bleiben. Ich fand das Motiv total süß. Sie sitzt halt mit ihren Hausschuhen in Hasenform unter der Decke im Bett und hat noch eine Teetasse in der Hand. Tee oder Kaffee lässt man, also kann man interpretieren, wie man möchte. Die Beschenkte ist auf jeden Fall Teetrinkerin und nicht gerade für Kaffee zu haben. Deswegen wird es in diesem Fall eine Teetasse. So wie immer fange ich mit hell an und arbeite mich dann halt etwas dunkler, wo ich dann denke, der Schatten sollte da sitzen. Da wird halt die Stelle etwas kräftiger mit derselben Farbe ausgemalt. Also ich nehme da jetzt nicht etwas dunkleren Ton oder so. Ich nehme einfach dieselbe Farbe, nur konzentrierter, also weniger Wasser dazu nehmen und weniger verwischen. Das reicht schon. Und wie bei fast allen Aquarellmalereien müsst ihr halt sozusagen von Fläche zu Fläche wandern und das Ganze durchtrocknen lassen, bevor ihr dann die nächste Schicht auftragt. Ansonsten verwischt das einfach nur und ihr erreicht nicht diese Tiefe. Die Tiefe erreicht ihr, wenn ihr in mehreren Schichten übereinander geht. Ich habe also auch die Haarschleife rosa angemalt und auch das Kissen hinter dem Mädchen. Allein die Koloration, glaube ich, dauert schon eine halbe Ewigkeit und falls euch das überhaupt nicht interessiert, könnt ihr natürlich auch hier gerne vorspulen. Das mache ich genauso, wenn ich dann, keine Ahnung, von irgendeinem Content Creator 10 Videos gesehen habe und gewisse Sachen sich einfach wiederholen und ich dann, sage ich mal, nichts Neues bei lerne, dann wird einfach vorgespult und man guckt sich wirklich nur die Bereiche an, die einen interessieren. Natürlich dürfen auch rosa Wangen nicht fehlen, deswegen habe ich dann auch die angemalt. Bei der Decke habe ich die Blümchen rosa hervorgehoben. Und die Decke selber soll dann quasi weiß bleiben, wobei, wie schon erwähnt, Aquarellpapier vom Gerstärker ist nicht wirklich weiß. Es ist eher cremefarben. Aber das war jetzt sozusagen die Grundidee. Und ich finde auch, obwohl sie nicht richtig rein weiß ist, wirkt das schon ganz hübsch. Das Schwierigste an solchen langen Videos ist wirklich die ganze Zeit durchzusprechen. Ich habe noch einen Braunton in meiner Palette. Die meisten habe ich jetzt inzwischen schon leer gemalt, Gott sei Dank. Also die Palette wird langsam leerer.
Ich habe ja vor, wenn sie endlich leer oder fast leer ist, sie wieder sauber zu machen und mit allen aktuellen Distress-Reinkarn wieder aufzufüllen, da ich von meinen Mädels über Weihnachten und Geburtstage die letzten Jahre wieder neue Farben bekommen habe, die jetzt natürlich in der Palette noch nicht drin sind. Ja, ich bin einfach zu geizig, um einfach das, was jetzt sozusagen aktuell noch da ist, einfach auszuwaschen und wegzuschmeißen in der Form. Deswegen, wie schon beim letzten Video erwähnt, ich benutze die Farben, solange es geht. Auch wenn die jetzt vielleicht nicht die erste Wahl für mich wären. Ich mache das halt irgendwie möglich, dass das trotzdem zu dem Projekt, was ich aktuell mache, passt. Ich hatte jetzt gerade ein kleines Stempelkissen, ein Mini-Stempelkissen von Distress in Grau. Das habe ich auf den Acrylblock abgestempelt, weil da habt ihr nur einen Hauch, also viel weniger, als wenn ihr so aus dem Fläschchen ein Tröpfchen rausgibt, weil so ein Tröpfchen kann schon zu viel sein. Wenn ihr aber mit dem Stempelkissen einfach nur auf den Acrylblock abdrückt, habt ihr dann eine ganz kleine Portion, mit der ihr dann weiterarbeiten könnt, die aber auch, sage ich mal, relativ zügig verbraucht ist. Ihr seht, es ist ja wirklich wie so ein kleiner, ich sag mal, wie mit Nebel überzogen. Da ist nicht viel auf dem Acrylblock, aber es gibt jede Menge Farbe ab. Und ich schattiere halt mit dem Grau wieder meine weißen Flächen. Da muss ich wahrscheinlich gerade aufstehen und meine Kamera unterbrechen, pausieren. Ich gehe auch mit dem Grau schon in die rosa Flächen rein, wo ich dann den Schatten so ein bisschen andeute. Es ist ja auch immer unterschiedlich, meine Vorgehensweise mal so, aber es ist schon quasi das, also sehr ähnlich. Manchmal gehe ich mit Grau, manchmal halt schon mit Braun oder tatsächlich mit Schwarz, wobei Schwarz, wie schon oft erwähnt, wirklich eine sehr krasse Farbe ist und wenn ihr Schwarz euch. Also wenn ihr mit Schwarz arbeitet, müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein und lieber mit weniger anfangen und verstärken, als dann sofort ganz viel Farbe reinzugeben, weil dann habt ihr sehr schnell euer Motiv versaut. Grau ist dagegen eine sehr harmlose Farbe, die kann man auch relativ zügig übermalen, falls man dann irgendwie eine Stelle erwischt hat, die nicht gewünscht ist. Ich habe übrigens auch gerade Tee zur Hand, passend zu dem Motiv. Bei den Haaren habe ich denselben Braunton tatsächlich benutzt wie auch für die Hautfarbe. Es ist nur, sage ich mal, die Konzentration, die sich unterscheidet. Ihr seht ja, das Gesicht ist richtig, richtig hell und ich mache jetzt die Haaransätze und das sieht aus, als ob ich ganz anderen Braunton verwende. Ist aber nicht so. Es ist einfach nur konzentrierter, das heißt, ich gebe relativ dünne Linien drauf und vermale das auch nicht so stark wie zum Beispiel im Gesicht. Auch hier lasse ich meine, ich sag mal, Highlights bzw. die Stellen, die ich denke, da würde das Haar glänzen, lasse ich weiß bzw. da lasse ich die Farbe komplett weg. Ich versuche in Strichen die Haarstruktur nachzuempfinden, also die Stempel von Magnolia sind so filigran und ihr habt auch so viel Struktur schon drinne und da könnt ihr euch halt an diesen Linien orientieren. So, ich glaube, das war Espresso. Ich habe jetzt das nicht genau gesehen, ehrlich gesagt, und ich weiß auch nicht, ob ich die beiseite habe. Nein, den Stempelkissen habe ich tatsächlich weggeräumt. Aber ich meine, das müsste Espresso sein. Das ist ein richtig dunkelbrauner Ton. Und da ich, wie gesagt, mit einem Braunton die Haut und die Haare male, habe ich dann gedacht, dass ich da schon was anderes brauche, um das Ganze ein bisschen zu vertiefen und die Haare etwas dunkler hinzubekommen.
Also im Haaransatz und an der Schleife sind die dunkelsten Bereiche und genau dazwischen ist sozusagen mein hellster Bereich. Jetzt habe ich auch mit dem Pferdeschwanz so ein bisschen die Farbe verteilt. Nein, ich habe die Farbe braun in Pferdeschwanz verteilt. Hier seht ihr auch meinen feinen Pinsel. Das ist wie gesagt eine Doppel-Null. Ich habe inzwischen eine, ja, ich glaube ein Dutzend von diesen feinen Pinseln und der feinste ist irgendwie fünfmal die Null. Ich habe einfach den ersten aufgemacht, ausprobiert und mit dem male ich aktuell. Und wie auch schon oft erwähnt, die Stressfarbe muss mit Wasser gelöst werden. Das heißt, ihr müsst schon ein bisschen Wasser dazugeben, um die Farbe zu bewegen und auch die Farbe zum Trocknen zu kriegen. Die Palette selber zum Beispiel habe ich schon seit Jahren. Die trocknet nicht aus. Gebt ihr Wasser dazu und malt euer Motiv damit aus, das Motiv trocknet. Das ist echt faszinierend. Ich habe zuerst gedacht, als ich die Palette zum ersten Mal befüllt habe, oh mein Gott, da sind auch ein Tropfen, das ist ja, ich meine, die sind ja nicht günstig, die Auffüllfarben. Und ich habe nur gedacht, wenn das austrocknet, kann ich das wohl reaktivieren. Und ich war sehr fasziniert, dass das tatsächlich nicht trocknet. Das heißt, die Fläschchen sind ja im braunen Glas, damit sie vor der Einstrahlung der Sonne geschützt sind. Und mit einer Pipette versehen, damit ihr wirklich auch hauchdünn dosieren könnt. Die sind schon wirklich cool. Aber eine kleine Investition. Mit dem feinen Pinsel könnt ihr auch, wie jetzt zum Beispiel, die kleinen Blättchen, da sind wirklich nur ja, Tüpfelchen, die man setzen kann, weil die Motive ja so filigran und fein sind. Das ist übrigens Black Suit, das ist mein Schwarz. Und ja, das ist auch inzwischen so ziemlich leer, weil das halt zu den Basics zählt. Also wirklich. Ich weiß nicht, wie andere das sehen, aber für mich zählen vor allem Grau, Braun und Schwarz. Das sind so die Basics. Klar, wenn man mit Farbe arbeitet, kommt dann, was weiß ich, Blau, Grün oder in dem Fall Rosa dazu. Aber ohne die anderen drei könnt ihr die ganzen Schattierungen nicht hinbekommen. Das sieht einfach anders aus. Schwarz ist sehr intensiv und deswegen versuche ich damit auch relativ fein zu arbeiten. Ich deute quasi nur den Schatten an. Mir wurde auch gesagt, dass ich mit meinen Motiven immer dunkler geworden bin, also über die Jahre. Ich würde einfach sagen, es ist einfach, man wird mutiger. Am Anfang ist man zufrieden, wenn man das Motiv quasi einfach nur ausmalt, dass das Motiv in Farbe wirkt, aber je länger man das macht, desto mehr Erfahrung sammelt man, desto mehr vertraut man sich auch selber. Und ja, dann traut man sich auch ein bisschen krassere Farben wie Schwarz zum Beispiel auch zu benutzen. Mein Gelstift in Weiß ist leider leer gelaufen und Thalia hatte das letzte Mal, wo ich da war, keine Auffülltinte. Also muss in dem Fall das Gesso herhalten. Funktioniert genauso gut. Wie ihr seht, habe ich in der Zwischenzeit alles genäht und muss natürlich die ganzen Fäden, die vorne und hinten rausgucken, nach hinten ziehen. Da ich persönlich das nicht mag, wenn die Fäden einfach so lose sind oder man sie einfach nur abschneidet. Ich fixiere sie mit Tesafilm und schneide den Überrest dann mit der Schere weg. Das ist auch jedermann ist da anders. Und der eine findet es gut, der andere nicht. Manche wollen auch diesen, ich sag mal, Vintage oder Grunge-Effekt. Dann sieht das natürlich schöner aus, wenn man lose Fäden überall erkennt. Das ist aber nicht der Stil, den ich heute mit dieser Karte möchte. Die soll sozusagen sauber und ordentlich gearbeitet sein.
Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Videos angekommen, erstaunlicherweise. So, und jetzt geht es eigentlich um den Feinschliff. Ich brauche noch den Kartenrohling, ich brauche noch ein bisschen Deko und dann ist die Karte im Grunde ja schon fertig, aber dieser Prozess, wie man da hinkommt, das ist ja immer so ein bisschen, das kostet halt wirklich Zeit. Ich habe mir ein Stück Schmierpapier genommen, habe dann ausgemessen, wie groß ist meine Karte. Da, wie gesagt, das, die Front ist ja schon meine Grundkartengröße oder beziehungsweise Front. Da sind 10,5 mal 21 Zentimeter. Ich habe mir gedacht, ich mache dieses Mal das Ganze etwas anders. Ich falze nicht einfach nur in der Mitte, mache eine die Langkarte so wie gewohnt, sondern ich mache die Falzung 1 mm breit. Warum? Ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel bei der letzten Karte, die ich gemacht habe, die ich von innen gestaltet habe, von der Rückseite und von der Front, da ging die Karte nicht dauerhaft zu. Das muss man halt richtig draufdrücken, damit sie zu war. Aber durch die Gestaltung von innen war das halt irgendwie nicht schön. Und ich dachte, ich habe das bei anderen gesehen, ich probiere das einfach aus, wie das Ganze ist. Und ich finde, mit dem 1 mm Unterschied macht das schon sehr viel aus. Das heißt, eigentlich ist das eine Slimline-Karte, aber ihr müsst quasi 1 mm euch dazu denken. Das heißt, es ist keine 21 mal 21, sondern 21 mal 21,1. Das habe ich dann mit dem Tonic Studio Trimmer mir geprägt und versuche dann hier mit dem Falzbeil von Ideen mit Herz das Ganze auch vernünftig zu prägen, weil was gar nicht so einfach ist. Vielleicht hätte ich dann doch Millimeter mehr nehmen sollen. Es war ein bisschen friemlich, aber es hat funktioniert. Und jetzt können wir eigentlich schon von innen bekleben. Da nehme ich wieder die Kombination aus Tacky-Glue von Action und doppelseitigem Klebeband. Das heißt, ich klebe erst doppelseitiges Klebeband. Das Schöne an der Rolle, die lässt sich super zerreißen. Das heißt, ich muss da auch nicht groß mit der Schere hantieren. Einfach draufdrücken, abreißen, fertig. Und das geht auch relativ zügig, muss ich sagen. Das Klebeband ist vielleicht nicht so super toll klebend, aber in Kombination mit Flüssigkleber hält das bei mir super. Ich verteile den Kleber großzügig. Das heißt großzügig. Es sind immer nur feine Striche, aber flächig. Das heißt, erstmal über dem ganzen doppelseitigen Klebeband drüber. So habe ich auch die Möglichkeit, das Ganze auch noch ein bisschen zu bewegen, falls ich mich beim Aufsetzen des Papiers doch ein bisschen verklebe oder ähnliches, kann ich das noch anlösen. Mit dem Falzbeil habe ich das Ganze noch nachgezogen, ein bisschen nachgedrückt. Dann ist natürlich auch wichtig, die richtige Seite zu erwischen, für die also die Rückseite auf die richtige Seite zu kleben, damit das auch passt. Auch hier wieder die Trägerfolie abziehen, Flüssigkleber drüber geben, auch wieder flächig arbeiten. Also ihr braucht tatsächlich nicht viel Kleber, aber bisschen muss es ja schon sein, muss ja auch wirklich dauerhaft kleben. Natürlich auch so aufkleben, dass das Bürste lesbar ist.
Auf dem Kopf wollen wir es ja nicht haben. Ich habe vor Ewigkeiten schon meine eigenen Labels also mit dem Silhouette Studio entworfen und habe sie dann ausgedruckt und mit einem Kreisstanzer mir ausgestanzt. Und den benutze ich halt auch für diese Karte. Das ist die größere Variante in Grau. Die Front wird auch schon direkt festgemacht. Auch hier wieder doppelseitiges Klebeband und dann Flüssigkleber drüber. Hier seht ihr, das ist irgendwie ein Schmierzettel, den ich irgendwo mal beim Ausdrucken, das war irgendwie, keine Ahnung, ein Kalender. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall auch Fehldrucke werden bei mir nicht entsorgt. Außer ich habe natürlich meine Mappe schon voll. Dann schmeiße ich auch schon was weg. Aber da ich dann halt sowas öfters nutze, um meine Karten Hintergründe zu gestalten, ja, wird das halt aufgehoben. Gewicht drauf und weiter geht's mit dem Rest. Ich wollte meinen Kreis etwas erhöhen, habe dafür ein Stück Pappe genommen. Links im Bild die Dose, die enthält nur Pappe oder Pappstücke. Wie gesagt, ich schmeiße einfach nichts weg. Es kann immer noch alles gebraucht werden und hier habe ich dann die Kanten abgeschnitten, damit halt das Ganze auch auf den Kreis passt. Habe wieder mit doppelseitigem Klebeband gearbeitet, dann Flüssigkleber oben drüber. Also ist immer derselbe Prozess im Grunde. Und das klebe ich dann auf den ausgestanzten Kreis. Dieser ist auch aus Aquarellpapier vom Action ausgestanzt. Die Stanzschablone habe ich bei Teddy gekauft. Die gab es wohl aber auch davor beim Action. Bei uns ist das leider nie angekommen. Es ist manchmal so. Deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, diese ganzen Haul-Videos zu drehen. Ich finde es manchmal sehr frustrierend. Es gibt neue Sachen, überall werden sie gehypt. Und dann geht man selber hin und es gibt die nicht. Ganz besonders schlimm war es mit den Weihnachtsstandschablonen. Naja, aber es ist eine andere Geschichte. Das Motiv habe ich auch mich entschieden, etwas zu erhöhen. Das ist eine Pappe von, ich gerade mal einen Millimeter Höhe. Also das ist nicht viel, aber dieses bisschen lässt das Motiv ein bisschen schweben und höher erscheinen und wirkt einfach schöner in meinem Auge. Und deswegen habe ich das halt in dem Fall auch so gemacht. Und Pappe, wie gesagt, das ist einfach stabiler und Form bleibt halt so, wie es ist. Also ich weiß nicht, mit Schaumklebeband habe ich nicht gerade die besten Erfahrungen gemacht. Ich habe außerhalb der Kamera ganz viele kleine Elemente gestanzt. Unter anderem hier diese Transparentpapierumschläge. Die Stanze selber ist vom Action. Die war relativ neu bei mir zumindest. Das habe ich bis jetzt kein einziges Mal verwendet. Das war wirklich das erste Mal bei dieser Karte. Ihr habt Prägelinien schon quasi mit eingeprägt beim Auskurbeln. Ihr müsst die nur noch nachfahren. Das mache ich halt jetzt hier mit dem Falzbeil. Und da das Transparentpapier sehr filigran ist, müsst ihr da so ein bisschen vorsichtiger mitarbeiten. Ansonsten trifft ihr halt die Falzlinie nicht. Bei dem Stanzset waren auch so kleine abgerundeten Briefchen, würde ich mal so sagen. Und die habe ich dann auch genauso dreimal gestanzt. Aus Aquarellpapier in Weiß vom Action. Hier versuche ich dann halt, das auch schon fe fertig zu kleben. Ich habe die Briefchen mit Absicht reingelegt, weil wenn ihr klebt und da ist sozusagen nichts drinne, klebt ihr den Umschlag definitiv zu fest. Das heißt, hinterher was reinzubekommen, könnte schon nicht funktionieren. Und da behilft ihr euch, indem ihr das Papier vorher schon reinlegt. Dann passt das Briefchen hinterher auf jeden Fall. Es gab auch ein Set mit so feinen Konturen. Da zählt hier dieser Umschlag dazu und die Sprechblase.
genauso wie das kleine Herzchen. Die haben quasi feine Linien und ihr könnt die ausgestanzten Elemente, die fallen raus, wieder reinsetzen. Ich habe hier mit dieser Film auf der Rückseite die Umschläge quasi beklebt und setze dann die auch rausgefallenen Elemente wieder rein und dann bleiben sie an Ort und Stelle. Das Tesafilm sorgt dafür, aber ihr könnt es halt nicht sehen, weil es auf der Rückseite ist. Das gleiche mache ich hier auch bei den Teetassen. Ich glaube, das war ein Set von Alexandra Renke. Da ich gerade einfach nur so ein kleines Bild sehe und auch nicht alle meine Stanzen kenne oder wie auch in dem Fall einfach wirklich alles, was ihr im Bild seht, zum ersten Mal überhaupt verwende, obwohl ich das schon teilweise seit Ewigkeiten liegen habe, verweise ich euch gerne immer zu der Infobox. Das ist unter dem Video habt ihr dann einen Bereich, den könnt ihr vergrößern. Ich glaube, da muss man aufs Mehr klicken und dann bekommt ihr die ganze Auflistung von allen Produkten. Zumindest die, die ich nachvollziehen kann, die ich vernünftig beschriftet habe, was ich überhaupt benutzt habe. Falls ihr wirklich, was weiß ich, irgendwas seht, oh, das muss ich unbedingt haben, von welcher Firma ist das, kann man das vielleicht online bestellen oder ähnliches, dann könnt ihr da euch auf jeden Fall einmal durchlesen. Bei den Action-Standschablonen oder allgemein bei den Action-Produkten ist das halt schwierig, weil die nur eine gewisse Zeit da sind. Ihr müsst es so sehen, Action ist ein Restpostenmarkt. Das heißt, es wird eine bestimmte Charge bestellt. Wenn die verkauft ist, wird entweder nachbestellt oder die Sachen kommen nicht wieder. So ist es halt auch bei den Standschablonen. Es ist super, der Preis, die Leistung, klasse, nur halt die Verfügbarkeit ist halt von Ort zu Ort unterschiedlich und es ist schon frustrierend, wenn man sieht, was alle anderen kaufen und man selber bekommt es halt nicht. Hier fange ich an, das Ganze dann auch zu schichten. Zumindest die Tasse, die habe ich auch dreimal ausgestanzt und klebe halt übereinander. Das innere Herz, was rausgefallen ist, habe ich genauso wieder reingesetzt. Hier hatte mir ein Herz noch gefehlt. Das war noch in der Folie, wo die ganzen Stanzelemente drin waren. Auch gerade bei den filigranen Sachen arbeite ich sehr gerne mit dem Flüssigkleber, weil die Spitze wirklich so fein ist. Da könnt ihr den Kleber super dosieren. Ich habe jetzt auch hier Nähgarn in Altrosa. Das ist Overlock-Garn. Das benutze ich beim Nähen mit meiner Nähmaschine. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem Overlock-Garn am besten klarkomme, es reißt mir am wenigsten. Ich habe noch jede Menge, ich sag mal, günstiges Garn von Lidl und Aldi und sowas. Das brauche ich auch auf. Und bei Rosa war das tatsächlich so, dass ich meine ganzen Nähgarnspulen und Rollen aufgebraucht habe und habe dann bei Teddy diese Rolle in Altrosa gefunden. Und ich habe eine in Hellbraun, die benutze ich auch sehr gerne. Und da ist einfach nur um den Finger wickeln und dann einfach beiseite legen. Die kleinen Briefchen sind wirklich so filigran und fein, die kann ich noch nicht mal mit meinen Magneten irgendwie befestigen. Also habe ich mich entschieden, mit Washi-Tape und mit dem lila Masking-Tape vom Action das Ganze einfach festzukleben. Meine Unterlage klebt einfach nicht mehr. Ich könnte sie natürlich reaktivieren, indem ich wieder mit Sprühkleber arbeite. Aber es reicht auch schon so. Ich habe hier ein Wishing You Luck, also einen englischen Spruch. Den habe ich ja gerade auch mit Archival Ink gestempelt. Für das zweite Briefchen ist das ein Clear Stamp. Ich glaube, herzlichen Glückwunsch. Ich kann das jetzt nicht genau erkennen, weil mein Vorschaubild relativ klein ist. Aber ich denke, das war jetzt Espresso. Sieht aus wie dunkelbraun. Hier habe ich gerade tatsächlich einen meiner herzlichen Glückwünsche auseinandergeschnitten. Ich habe kein Problem damit.
Und ich finde, manchmal passt das einfach nicht, dass man das halt wirklich, wie hier, wie man sieht, herzlichen Glückwunsch hintereinander stempelt. Und wenn man die auseinanderschneidet, das funktioniert nicht bei allen Stempeln, aber wenn die Clear Stamps eine relativ große Lücke haben, dann kann man das ganz gut machen. Und beim nächsten Mal, wenn man wirklich das als Linie braucht, setzt man die einfach hintereinander und das funktioniert trotzdem. Also ihr macht damit eure Stempel nicht kaputt, aber wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich abkleben. Das funktioniert auch. Hier gerade im Bild, das war meine Recyclingkiste. Da kommt alles hin, was ich so irgendwo finde und denke, das kann man immer noch benutzen. Wie jetzt zum Beispiel dieses Verpackungsmaterial, was sehr komische Prägung hat, aber irgendwie auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das Pralinen waren oder ähnliches. Ich habe das irgendwie da ausgepackt und ich fand das total witzig und dachte, auch das kann man sehr gut für Karten benutzen. Der ausgestanzte Fall zum Beispiel war von Action. Auch so ein relativ neues Set, aktuelles Set. War so ein Set mit vier Pfeilen. Und hier habe ich tatsächlich meine Reste rausgekramt. Ich habe vor kurzem meine Reste sortiert, also quasi letzten Jahre Stanzelemente, die nicht zur Verwendung kamen, die kommen dann bei mir in eine Schütte und ich sammle und sammle und sammle. Und wenn ich dann mal dazu komme, sortiere ich die. Das sind jetzt Bordüren oder irgendwelche Bordüren, die übergeblieben sind oder ich sag mal das Negativ beim Ausstanzen. Und da ich oft mit denselben Farben arbeite oder mit neutralen Farben wie Weiß, konnte ich tatsächlich einige meiner Reste hier auf dieser Karte verwenden. Ich klebe das Ganze an das Motiv mit Tesafilm fest, damit das halt sich nicht mehr bewegen kann und baue halt so eine Art Collage. Also ich baue jetzt um das Motiv herum. Hier habe ich einfach die Bordüre zerrissen. Ich habe mir gedacht, ich kann dann die quasi links und rechts benutzen. Und so hat man halt mehr von einem Stanzelement. Das ist ja auch etwas, was man manchmal einfach vergisst, dass man die Elemente auch zerschneiden kann. Jetzt wirkt es, als ob das eine ganz lange Bordüre gewesen ist. Ist es aber nicht. Hier habe ich anscheinend zwischen zwei Stanzelemente noch was eingeklebt. Ah ja, genau, das war jetzt Transparentpapier. Auch da einfach nur Reststücke. Ich reiße ab und zu gerne Bordüren oder größere Elemente und dann bleiben manchmal einfach nur Streifen über. Und wie ihr seht, auch die kommen bei mir zum Einsatz. Werden mit Tesafilm fixiert, damit sie halt, wie gesagt, nicht verrutschen können. Transparentpapier und Flüssigkleber ist ja schwierig, das wälzt sich gerne und so könnt ihr euch das Ganze, könnt ihr sozusagen das Wellen vom Papier vermeiden, indem ihr das wirklich auf der Rückseite festmacht. Das sieht hinterher keiner. Gut, ihr schaut jetzt zu, falls ihr wirklich so lange durchgehalten habt, was ich tatsächlich bewundern würde. Hier werden die Schlaufen schon festgemacht, auch wieder mit Tesafilm. Ich gucke, dass ich das Ganze jetzt auch noch ein bisschen erhöht auf meine Karte aufbringe. Muss mir das Ganze natürlich zurechtschneiden, damit das relativ eben bleibt und halt auch viel Fläche hat, um auf der Karte fest zu kleben. Der Hintergrund selber ist ja schon mit mehreren Schichten. Dieser Rahmen ist ja erhaben. Ich habe da, glaube ich, zwei Schichten Pappe zwischen. Und die Designpapierelemente sind tiefer und wenn ihr halt jetzt mit Pappe das Ganze ausgleicht, habt ihr mehr Fläche, wo das Ganze sich verbinden kann. Da brauche ich ja nichts mehr zu sagen. Doppelseitiges Papier, Klebeband und natürlich Flüssigkleber vom Action ist ja sozusagen das, was ich immer benutze oder in letzter Zeit viel benutze. Vorher war es mein Tacky Glue von Tonic Studios. Da habe ich tatsächlich so ein großes Paket bestellt mit 8 Flaschen. Die sind nun mal leer.
Und ich habe dann geguckt, klar, man könnte das auch quasi online bestellen, aber der Actionkleber ist tatsächlich wesentlich günstiger und für meine Verhältnisse reicht das auch vollkommen aus. Er klebt super. Also wie gesagt, die Konsistenz ist nur etwas flüssiger. Wäre er etwas fester, wäre super, dann würde er dem Tonic Studio Kleber zum Beispiel nichts mehr nachstehen. Ist er aber zu fest, wie der grüne Tombow zum Beispiel, kann ich damit nicht arbeiten. Mit etwas flüssig ist okay, kann ich arbeiten. Da muss ich nur halt bedenken, dass ich etwas längere Trocknungszeit habe. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hatte mein Motiv nicht richtig aufgeklebt. Ich konnte das noch tatsächlich bewegen und drehen. Und jetzt wird das Ganze mit Gewichten beschwert, damit der Kleber ansetzen kann und wirklich fest wird. Jetzt habe ich mich entschieden, noch ein paar Elemente hinzuzufügen. Da muss ich tatsächlich auch mit Flüssigkleber das Ganze fixieren, weil jetzt klebt ja alles schon fest. Der Pfeil wird auch mit Flüssigkleber beschmiert und aufgesetzt. Das feine Geburtstag ist genauso wie der Pfeil mit mehreren Schichten übereinander geklebt. Das mache ich eigentlich auch schon ziemlich lange. Ich meine, ich weiß nicht, bei wem ich das zuerst gesehen habe. Das war, meine ich, auch ein YouTube-Video und habe gedacht, mein Gott, warum bist du nicht vorher auf die Idee gekommen? Das ist so genial. Vor allem, Papier ist geduldig, Papier ist stabil. Es funktioniert viel, viel einfacher, als man sich das vielleicht vorstellt. Man muss halt nur ein bisschen, ja, das Ganze übereinander setzen und wirklich gucken, dass die Konturen sich nicht verschieben. Bei dem Spruch habe ich mich einfach entschieden, den einfach mit der Schere zu kürzen, ohne groß rumzustanzen oder mit Papier zu hinterlegen und habe das jetzt einfach mit Stücken von Pappe hinterklebt, um auch wieder diesen Höhenausgleich zu haben und habe also den gestempelten Spruch unter das zum Geburtstag geklebt. Ich mag diese feinen Elemente, also ganz feine Sprüche, weil die wirklich das Ganze noch irgendwie ergänzen, aber auch nicht so penetrant groß sind, dass sie wirklich die Hälfte der Karte brauchen. Jetzt kommen die ganzen Briefchen wieder zurück in die Umschläge. Wie ihr seht, die Umschläge sind nicht zugeklebt. Das heißt, ich klebe sie zwar auf der Karte fest, aber eigentlich kann man die öffnen. Das heißt, die Person, die die Karte bekommt, kann, wenn sie möchte, die Briefchen rausholen. Ich fand das irgendwie total witzig. Den letzten, das wäre zu viel für die vordere Front gewesen, habe ich dann ins Innere der Karte geklebt. Somit wiederholt sich das Design nicht nur vorne auf der Karte, sondern auch im inneren Teil und das gibt wieder so eine Harmonie. Jetzt haben wir nur noch also die Tasse und die kleinen Herzchen über als Deko-Elemente. Für die Tasse habe ich noch als Untergrund die Sprechblase ge gewählt. Die Sprechblase soll sich aber auch etwas vom Motiv absetzen, da das Motiv ja auch erhöht aufgeklebt ist. Also habe ich da auch Pappe dahinter geklebt. Die Tasse selbst ist ja schon dreidimensional, die ist ja schon aus mehreren, ich glaube, drei Lagen zusammengeklebt. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, die Herzchen müssen wir gucken, wo wir die verteilen. Mir war eigentlich die Front schon ziemlich fertig, also da fehlte nicht mehr viel. Und ich glaube, die letzten zwei Herzchen landen dann tatsächlich auf der Rückseite. Damit die Tasse sich noch etwas abhebt, habe ich die Distress-Reinka noch ausgeholt, um mit demselben Rosaton
dann die Tasse eingefärbt, wie die Tasse, die die Kleine in der Hand hält. Irgendwie fand ich das passend. Habe hier mit Braun ein bisschen noch schattiert. Und so wirkt das auch schöner als jetzt weiß auf weiß. Ne? Für die Rückseite habe ich mir noch einen gewellten Kreis gestanzt mit der Handstanzschablone von Ikei Success. Ich hebe tatsächlich auch meinen eigenen Siegel so ein bisschen höher. Das heißt, auch hier wieder mit Pappe, die ist relativ dünn, das Ganze auf den gewellten Kreis aufkleben in Rosa. Und dann habe ich wieder meine Restekiste rausgekramt. Nein, stimmt gar nicht. Wir sind noch gar nicht so weit. Ich habe die Stempel, die ich schon auf der vorderen Seite benutzt habe, nochmal rausgeholt und habe mir gedacht, wenn wir schon die vordere Seite bestempelt haben, können wir mit denselben Stempeln und mit demselben Stempelkissen auch die Rückseite und sogar die Innenseite bestempeln. Das gibt Struktur. Ich habe halt mehr mich in der Mitte orientiert und am Rand, weil ich wollte das nicht vollklatschen. Also sollte sich auch relativ minimal, vor allem Innenteil zum Beispiel, möchte ich auch reinschreiben. Wie ihr seht, benutze ich auch den ersten und den zweiten Abdruck. Der ist dann halt was heller. Auch hier immer wieder sauber machen. Gerade das Alkali Ink ist schon eine Tinte, die euer Stempelkissen sehr schnell verfärbt. Und wenn ihr sie nicht reinigt, könnten die sogar teilweise angegriffen werden. Deswegen immer sauber machen. Da sind auch ganz, ganz alte Stempel vom Action. Ich meine, das war zumindest zu meiner Zeit, als bei uns der erste Action aufgemacht hat, bei uns in der Nähe. Ist jetzt bestimmt auch schon 7, 8 Jahre her. Das waren die ersten Clear Stamps, die damals rauskamen. Und ich fand die so toll. Und dann auch der unschlagbare Preis von, ich glaube, noch nicht mal 60 Cent. Ich meine, klar, man denkt sich erstmal, mein Gott, für den Preis, das kann es ja nicht sein. Aber wie ihr seht, auch nach 8 Jahren, die Stempeln, die sind immer noch am Leben. Also die Qualität scheint ja schon in Ordnung zu sein. Also ich kann nichts Schlechtes drüber sagen. Die verwendeten Folia, Doily und Schnörkel habe ich dann auch rausgeholt und habe die dann auch mehrmals abgestempelt. Auch hier zweite, sogar dritte Generation. Hier habe ich den Stempel gedreht, dass ich dann wirklich überall die erste Generation habe, aber ich habe ja dann wirklich nur einen Teil des Stempelmotivs abgestempelt und das funktioniert halt auch super. Ich wusste ja, dass mein Siegel hinten relativ mittig auf die Karte kommt. Deswegen habe ich dann halt um diese Mitte so ein bisschen gestempelt, weil ich wusste, ich werde es ein bisschen, also auch noch überdecken. Es wird nicht so ins Auge stechen, es wird nicht so extrem braun. Ja, und da sind wieder die Bordüren, die ich vorher auch benutzt habe. Also sozusagen aus meiner Restekiste. Ich kann euch auch wirklich nicht sagen, wo ich die her habe. Ich meine, das war irgendwo bei irgendeinem Paket, was ich bekommen habe, war das quasi als Goodie mit dabei. Und auch sowas eignet sich halt wirklich gut zum Weiterverarbeiten oder zum Basteln. Das Quadrat zum Beispiel, oder der quadratische Rahmen ist eine Stanze von Action. Davon habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon ganz viele angefertigt, weil ich ein größeres Projekt hatte. Aber wie es oft so ist, bleibt dann ja trotzdem das eine oder andere über. Also außer man macht, keine Ahnung, Einladungskarten, wo man wirklich die erste schon fertig hat, 20 Mal das Ganze wiederholt und weiß, wie viele Stanzelemente man braucht.
dann hat man vielleicht nicht so viele Reste, aber wenn man so einfach mittendrin einfach anfängt, irgendwas zu basteln und denkt, ach ja, ich kann ja mal was drauf losstanzen oder schon mal ein bisschen mehr, dann entstehen halt Reste. Das versuche ich eigentlich schon ein bisschen zu vermeiden, aber die Reste, die ich habe, benutze ich, anstatt immer wieder was Neues zu machen. Da sind übrigens auch die letzten zwei Herzchen, die ich tatsächlich zwischendurch auf meinen Laptop gepackt hatte und gesucht habe. Wie, be wie bescheuert, ich weiß auch nicht. Aber wie ihr seht, ich habe sie wiedergefunden. Steck hier noch ein paar Schlaufen aus Nähgarn dazwischen. Das ist auch etwas, was ich irgendwie in letzter Zeit öfters mache. Es gefällt mir, aber ich mag das halt nicht mehr so wie früher aus Häkelgarn, sondern aus diesem feinen Nähgarn. Und ich glaube, Nähgarn hat so ziemlich jeder zu Hause. Das ist eins der billigsten Materialien, die ihr eigentlich verbasteln könnt. Und es gibt so viel Struktur und irgendwie Interesse auch noch dazu. Da hatte sich anscheinend was gelöst. Also habe ich mit der Schere nachgeholfen und das wieder unter das Motiv gesteckt. Ja, jetzt kommt eigentlich nur noch der letzte Schwung Schmuckelemente drauf. Ich konnte mich am Anfang nicht entscheiden, Halbperlen, Schmucksteine oder dann doch Nouveau Drops. Am Ende sind es, glaube ich, die Nouveau Drops geworden. Und zwar, eigentlich ist das ein ganz helles Lila, aber ich finde, das wirkt so schön rosa und passte irgendwie zu meiner Karte. Deswegen habe ich sie benutzt. Wie ihr seht, mache ich das ja immer auf Vorrat. Ich mache mir so eine Platte zurecht. Das ist eine Laminierfolie oder ein Stück von der Laminierfolie, die ich so beim Eintüten meiner Stempel- und Stanzschablonen immer produziere. Und wer Interesse hat, ich habe auch ein Video dazu gemacht, wie ich diese Nouveau Drops vorbereite. Findet auch alles auf meinem Kanal. Und wenn die Platte irgendwann mal leer ist, was mir tatsächlich auch letztes Jahr mit den goldenen Nouveau Drops passiert ist, dann wird einfach dieselbe Platte wieder benutzt. Dann setze ich wieder neue Nouveau Drops auf und lasse es trocknen. Da muss man natürlich immer ein bisschen ja, Zeit sich nehmen. Das dauert schon ein bisschen mehr als nur ein Tag. Einfach trocknen lassen und dann könnt ihr später die schönen Dots benutzen. Und ich finde, die wirken schon wie gekauft. Also ich weiß nicht, ich kann da nichts Schlechtes zu sagen. Okay, wir sind durch. Yay! auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war ein langes Video und ich denke mal, die nächsten werden nicht so lang. Das ist relativ Ausnahmefall, wenn ich dann für eine gute Freundin dann eine etwas aufwendigere Karte mache. Aber auch da, das Mitdrehen ist auch schon schwierig. Das war Material von 4 Stunden, glaube ich, Videomaterial. Aber ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr zuschaut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!